Wir sind gerade wieder zurückgekommen. Wir haben den Stapel noch ein bisschen erweitert. Also es wird ja jeden Tag ein bisschen mehr, jeden Tag ein bisschen in den Wald, jeden Tag ein bisschen Holz kleinsägen und nach Hause schleppen und dann nochmal kleiner sägen und hier hinstellen. Und dann hatte ich auch Kommentare bei mir, dass man das spalten soll. Ja, das weiß ich auch. Also je kleiner das ist, desto besser trocknet das. Aber so sieht es besser aus. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also wenn das so runde Hölzer sind, das sieht so richtig schön aus. Trocknet nicht so lange, er trocknet nicht so schnell, dauert lange, wenn es nicht trocken schon wäre. Wir holen ja ganz viel trockenes Holz aus dem Wald, das da schon getrocknet ist. Hatte ich im letzten Video ja schon erzählt. So, aber nichtsdestotrotz, auch für den Ofen, es muss ja irgendwann mal gespalten werden. So, hier ist auch schon der Spaltklotz dazu, also der Haubock, Hauklotz. Dann haben wir hier noch Utensilien dafür. Ein Spaltbeil fehlt noch. Das ist noch ein bisschen dicker als dieses hier. Da kann man nämlich richtig schweren Granaten mit durchhacken. So, und jetzt habe ich heute dieses Ding hier ganz neu bei uns im Sortiment. Also winzig. Wiegt nichts und soll spalten können. Holz spalten. Während so eine Axt. Ich geh doch schon auf, mal. Ich muss hier kurz mal hier die Cam weglegen. Also, während so eine Axt natürlich relativ schwer ist, ist dieses Ding winzig. So, lass mal gucken, wie das überhaupt funktioniert hier. Also, ich muss das mal hier hinlegen. So, das ist es. So sieht das aus. Damit soll man Holz spalten können. Ich habe das schon mal irgendwo im Internet gesehen. Da habe ich gedacht, so, oh geil, wenn das so einfach geht, mache ich das auch. Wofür ist jetzt das hier? Sind das alles dieselben? Ja, also, das Ding muss man auf einen Bohrer aufspannen. Ich glaube, eine Akkubohrmaschine ist dafür nicht so gut angedacht. Deswegen habe ich mal hier unsere große genommen. Oh nein, da geht das gar nicht rein. Doch! Ah, ja, guck mal. Das ist hier einmal für so normale Bohrfutter. Dann hier die SDS-Aufnahme. Oder das? Ist das SDS? Kein Plan. Vielleicht ist auch eins Hilti oder was? Keine Ahnung. Oder hat Hilti SDS? Ach Mann, ich bin da so ein bisschen raus. Ich kann auf jeden Fall gleich mal ausprobieren, wie das hier mitgeht. Mit diesem Aufsatz hier Holz zu spalten. Mit der Axt macht das ja Spaß, so richtig, ja, wumms, und dann knackt das auseinander und dann haut man noch mal mit dem ganzen Holzklotz am Beil hängend einmal umdrehen und auf den Hauklotz und ach, da kann man so richtig sich austoben. Hiermit sieht das eher aus nach bzz, bzz, bzz. Mal gucken, also ich schraube das kurz mal hier ran und dann gehen wir gleich mal ans Werk. Und es kann losgehen. Ich habe mir hier schon mal so ein Holzteil geholt. Dann habe ich die Maschine hier angeschlossen. Natürlich an unseren Solarstrom. Und nun mal sehen, ne? Wollen wir mal gucken, wie wir das Ding hier durchgebohrt kriegen. Das war schon mal nix. Das dreht sich nämlich einfach nur mit. Alter, die hat doch auch irgendwo Links-Rechtslauf hier, oder? Ach, das ist ja noch mal schlechter hier. Denn das funktionieren? Das wird doch im Leben nichts.
Also ganz ehrlich, das Ding ist scheiße. Man dreht hier das Teil rein und das war's. Von wegen, dass sich da irgendwas spaltet. Also das muss man dann schon irgendwo einkeilen. Ja, wahrscheinlich fliegt man dann selber einmal außen rum, weil ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht mal, wie ich das wieder rauskriege hier. Ja, also ich glaube, ich bleibe dann lieber bei der alten Methode des Spaltens. Jetzt habe ich gerade hier irgendwas aufgenommen. Ich wollte irgendwas aufnehmen und das Ding hat gar nicht aufgenommen. Ich habe nämlich jetzt gedacht, ich werde dann mal lieber hier zu der altbewährten Methode gehen und mit der Axt einmal spalten. Das habe ich dann auch gemacht. Mit einem Hieb war das Ding durch. Da liegt es. Durch. Also das ist ja dann auch nicht so richtig problematisch. Mit dem anderen Teil da, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Das muss man ja irgendwie einspannen, ne? Aber in was denn? Schraubstock? Habe ich nicht. Wo filme ich denn hier hin? So, dann gucken wir nochmal, ob ich das nochmal so genial durchgehackt kriege. Einschlag. Nochmal zur Erinnerung. Ja, was soll man da machen? Also, ich werde mir das nochmal im Internet angucken, glaube ich. Irgendwas habe ich ja falsch gemacht denn hier. Ne? Vielleicht hätte ich weiter hier am Ende aufspalten müssen und nicht genau in der Mitte. Das wäre ist auch. Oder vielleicht von oben hier. Also von hier rein. Kein Plan. Jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich das Ding da wieder rauskriege. Versuch. Versuch macht klug. Also, wir gucken mal, ob das vielleicht ins Stirnholz geht. Aber dreht sich doch genauso mit, oder? Stirnholz? Wir gucken mal, wie das ins Hirnholz geht. Genauso scheiße. Okay, also. Das muss man doch irgendwie festmachen. Ne? Das dreht sich doch egal wie immer mit. Wir werden das jetzt noch mal ausprobieren, wie das ist, wenn man hier am Rand bohrt oder kegelt oder wie sagt man dazu? Mal gucken. Sicherheitsschuhe habe ich an, ne? So geht das. Wie genial ist das denn? Das klappt. Ich werde noch ein paar mehr machen. Ja, das ist auch Anfängerglück, was? Angehen. Und wieso dreht das Ding mit? Soll gar nicht mitdrehen. Einstellung? Irgendwie nicht da. Okay. Jetzt habe ich den Bogen raus. Also, es ist nicht gut, wenn man in der Mitte mit diesem Kegel bohrt. Es ist auch nicht gut, wenn man von oben bohrt. Und es ist auch nicht gut, wenn man zu weit vom Rand weg bohrt. Sondern man muss das schon hier direkt am Rand machen. Und dann knackt man das Ding einfach so auseinander. Was ist jetzt besser?
mit der geballten Power, mit dem Beil, mit der Axt einmal so richtig Wurms und rein. Soll angeblich ja auch auf die Gelenke gehen, ne? Oder hier ganz sachte und knack und das ist auf. Hat beides Vor- und Nachteile, glaube ich. Das eine kostet Strom, also bei uns hier Solarstrom, dann ist das nicht so wild. Das andere nicht. Das andere hat mehr Bewegung, das hier nicht so. Mal gucken. Also, wollen wir da mal demnächst loslegen und hier ein paar von diesen Holzstücken aufspalten. So, nach anfänglicher Euphorie, es hat ein einziges Mal geklappt. Der war scheinbar zu dick, zu verdreht. Hier vielleicht ein Ast am Anfang. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Habe ich nicht versucht. Ich glaube, ich werde dann doch lieber die Axt schwingen. Tja, also alles lässt sich dann eben auch nicht mit der Axt durchhacken. Dieses verdrehte Ding hier, das macht echt Probleme. Also eventuell kriege ich das ja nochmal durch. Und wenn nicht, dann muss das halt in einem Stück in oben. Ach nee, das kriegt man durch. Ich muss dann mal was anderes holen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Das ist ja wohl auch nicht so richtig dafür gedacht eigentlich, aber mal sehen. Ich will es ja durchkriegen, ne? Oh, da ist er auch, wenn der ein Eiertanz hier, alter Schwede. So. Und mal gucken, was das wird. Geht immer schon zur Seite weg. Knackt langsam auf. Vor allen Dingen so richtig einmal so rum hier, ne? Geschafft. So, also haben wir das Ding auch geknackt hier. Man muss halt ein bisschen experimentieren. Und dann habe ich jetzt nur noch diese paar hier vor mir. Da war eben übrigens der Akku leer. Und die will ich am liebsten dann einmal da vorne um die Ecke rum und das Dach bringen, weil ich nicht weiß, wie lange das dauert, bis wir hier ein Dach hinkriegen. Sieht zwar schön aus, aber da können auch später immer noch mal welche hingestapelt werden. Tja, so, also, das ist die Ausbeute von gerade eben. Dann kommen die noch mit dazu und denke mir so, dass ich diese zerspaltenen Teile am besten hier hinstapel. Aber wo? Dafür habe ich hier meinen Schnucki mal Bescheid gesagt, wenn du mal herkommst. Ja, aber, und dann kommt nur hier was hin und was ist da? Wenn der hinterm Baum oder? Nee, der Baum bleibt frei. Daneben. Ja, so. Oder wir pflanzen den Baum um. Kannst du nicht. Kriegst du wohl zu mir raus.
Ah, das, ich schaff das. Nee, lass mal, ich möchte gerne, dass es ein bisschen sich wird. Gut, dann pack mal deine Deko-Wanders hin. Wunderbar. Weil hier kommt jetzt nämlich ein bisschen Holz hin. Einfach so hier vor die Wand in den Regen? Ja. Okay. Dann kann ich doch noch was aufstapeln. So, und dann können hier du bist doch, die Unterkonstruktion. Kann das nicht wieder davor stehen oder nicht? Was? Kann das nicht wieder davor stehen einfach? Naja, weil du bist doch nicht bis dahin. Oder bis wohin geht das Holz? Das weiß ich noch nicht. So. Also so wie es lang ist, ne? Okay. Meinst du, man kann die Dachrinne hier nehmen als seitliche, ja, als Halt? Oder bauen wir da lieber ein Brett ran oder so? Ich glaube, das Halt. Okay, dann machen wir das so. Mein Schnucki hat gesprochen. Und jetzt kommt das Holz hier hin. Willst du mal die Schubkarre holen? Ich? Weißt du, ja? Was ich gerade mache? Die steht da. Hm, weißt du, was ich gerade mache? Ich gucke gerade YouTube. Du sollst hier mir helfen, Mann. Nein, du hilfst im Garten auch nicht. Hä, das ist doch nicht, ja, Garten, das ist Heizung hier. Alleine machen. Heizung ist ja, das. Mach das doch. Die steht schon da um die Ecke. Ja, dann hol dir doch. Ich fühle dich. Ich halte es nicht aus. Hier, mach das. Also, so soll das denn hier hin? Ja. Sieht so richtig schön hässlich aus, aber nun gut. Können wir ein paar Steine davor legen. Ich habe übrigens hier gerade diesen Kegelaufsatz ausprobiert, ne? Echt? Und? Warum ist das schwarz? Das funktioniert irgendwie nicht. Nee? Ja. Okay. Das muss man irgendwie einspannen. Also, das dreht immer mit oder das geht gar nicht rein. Ach so, okay. Keine Ahnung, was damit ist. Mhm. Keine gute Idee. Na gut. So. Okay. Wir wollen auch hier nicht bis ans Haus ran, ne? Nein, nein. Ist dann ein bisschen wackelig hier? Ich glaube, wenn ein Gewicht drauf liegt, dann geht es wohl. Das krummste Teil da unten als. Vielleicht ist das keine gute Idee. Machen wir das mal dahin. Wieso ist das so schwarz? So? Als wenn das warum ist es so groß? Hätte. Ich wundere das immer, warum das so fett ist. Das ist so krass, ne? Eigentlich, wenn man das da holt, dann kommt es einem gar nicht so groß vor. Schön, das alles ist auch nur noch hier die halbe Größe. Schön alles in einer Linie, ne? Ja, wie mit Lineal schon gezogen. Was? Wie mit Lineal gezogen. Müsste am besten so sein, ne? Mhm. Aber gucken, dass das nicht so unten vorsteht. So. Das machst du super scharf. Müsste das eigentlich gehen. Aber Schnucki, ist das nicht ein bisschen zu groß für den Ofen nachher? Das kannst du doch gar nicht. Warum muss denn der noch mehr zerkleinert werden? Das erstmal alles brennfähig, also Restfeuchte rausgetrocknet, ja, und so. Das kann man ja auch noch in Löcher zersägen und kleiner hacken. Wie man mag. Na gut. Also, aber wenn ich jetzt hier nicht den Baum wegnehme, ne? Nee. Dann ist doch da schon wieder Schluss. Ja, macht doch nichts. Dann brauche ich genau wie da. Dann kommt ja hier nur so ein kleines Ding hin, oder was? Ja, ein Meter. Dann brauche ich ja gar nicht anfangen, hier was hinzustellen. 1,5 Meter, klar. Nee, überall ein bisschen. Wir machen den Baum weg hier. Der kommt nicht weg. Den pflanzen wir um. Nein, können wir nicht umpflanzen. Damit wir hier schön nachher einmal ein bisschen Holz vor der Hütte haben. Mm-mm. Tschüss.